Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 auf der Ameisenfarm 2.0. Einen schönen Montag wünsche ich euch. Ja, Grüße und Moin Moin. So, ja, jetzt sind wir wieder zurück. Neue Woche, neues Glück. Montag. Im März sind wir jetzt schon. Ne, waren wir vorige Woche auch schon im März. Ha, ja. Heute ist ja für mich am Aufnahmetag der 13., für euch jetzt der 14., ne? 14. März 2022. Naja, sind wir jetzt schon 2 Wochen drinnen im März. Okay. Okay, zurück zum Thema. Seit der letzten Folge ist ein bisschen was passiert. Man sieht es rechts oben an der Zeit. Das ist so ungefähr ein Stündchen später. Ich habe hier ein bisschen weiter gemacht in der Zwischenzeit, weil, ja, wir haben die Kartoffelmission ja am Laufen, ne? Muss ich jetzt wieder durchschauen. Die habe ich jetzt schon mal eingestellt. Also der Roter läuft schon wieder. Und, genau, können wir jetzt wieder wegmachen. So, die habe ich jetzt nur gebraucht, damit ich weiß, wenn ich den einstelle, ob das läuft oder nicht. Läuft. Hier haben wir gesehen, den werden wir eventuell dann irgendwann mal tanken müssen, ne? Weil der ist jetzt... Hier hat er das abgerodet und ja, der ist schon fast wieder leer. Ne? Also, naja. Werden wir sehen. Okay. Die Drescher sind am Start. Ne? Abfahrer ist da. Hier, den Fendt habe ich auf eine Seemission geschickt. Auf die 11. Warte, gucken wir. Das ist die 11. Hier ist Sorghumhirse. Sorghumhirse ist eingestellt. Den können wir eigentlich weiterschicken. Ne? Na, hast du Wegpunkt? Machst du weiter? Hast du Spaß? Sieht aber auch cool aus, ne? Also hier mit dem Real Dirt habe ich ja drinnen. Richtig vom Kark, schön weiß. Also das sieht schon gut aus. Das muss man sagen, das sieht gut aus. So, wer bist du? Genau, den habe ich hier weitergeschickt zum Wenden. Ja, da muss ich später mal gucken. So. Genau, der 6R ist fertig geworden. Da ist sich ausgegangen mit dem Tank oder mit dem Füllstand vom Diesel. Den werden wir jetzt mal voll machen. Und man sieht es vielleicht, der hat einen grünen Pflug. Wieso hat er einen grünen Pflug? Naja, ich war so frei und habe einen zweiten Pflug gekauft, habe die getauscht. Also das R6R hat jetzt den grünen dran bekommen und der Xerion hier den, ja, glasfarbenen, hellgrünen. Der ist auf der 53, weil Pflügen, habe ich gesehen, da gibt es so, gibt es einige Missionen und ja, ist gutes Geld zum Verdienen, deswegen machst du hier weiter. Auf die 53. Hier, der war am Mähen. Das müsste meines Erachtens eine Silageballmission sein. 31, gucken wir nach. Silageballen, perfekt. Deswegen habe ich den auch auf Schwartablage umgestellt. Machst du wieder weiter. Mal gucken, Schwartablage, funktioniert die noch? Jo, läuft. Bei denen passt alles. Bist auf der falschen Seite, ne? Weißt du vielleicht eh. Ja. So, der. Was sollte der machen? Ja, es ist schon wieder so lange her, ne? So, was haben wir hier? Wender. Okay, 20 und 30 war zum Wenden Heuballen. Wir sind jetzt hier auf der 30. Genau, da sind wir runtergefahren auf die 20. Da ist schon gewendet. Das heißt, hier muss ein Schwader ran. Beziehungsweise... Wir brauchen keinen Schwader, sondern unsere Quaderballenpresse mit dem Schwader, mit Schwaderfunktion. Ja gut. So, was hat der John Deere eigentlich zu tun? Haben wir hier noch irgendwas? Wir haben eine Pflugmission auf der 53, dort ist der Xerion. Genau, hier, die können wir noch einsacken, also die 78er Mission ist abgeschlossen worden. Pflügen, gibt es hier noch eine schön große? Dann schicken wir den weiter. Ja, gucken wir an. 67. Akzeptieren. So, dann schicken wir den auf die 67. Ich frage für einen Freund, waren wir da schon mal? 67. Nee, da waren wir noch gar nie. Aber nicht mal ein Ordner zu. Wo ist denn die 67 überhaupt? Hier unten. Ja gut, oder? Dann schicken wir den los. Erstellen. Feldposition machst du hier. Öffnen. 9 Meters. Haben wir dreimal vorgewendet, ist ja egal. So, stellen wir das wieder auf. Keine Umfahrung, generieren und dann lübt das schon. Rechen. Jo, sieht gut aus. Dann machen wir hier einen neuen Ordner. Mit der 67 und speichern hier das Ding gleich rein. Das ist jetzt nämlich Pflügen.
Mit 9 Meters war das. So, und dann Köln kann der eigentlich schon los, ne? Er ist jetzt wieder voll aufgetankt, repariert. Gar nicht viel runter von Reparatur, schaut sich ja egal. So, ich stelle den einfach mal hier hin und du wirst dann schon hinfinden, ne? Erster Wegpunkt, perfekt. Dann fährst du zu 67 und ziehst du dein Dienen durch. Okay? Jo, klingt nach dem Plan. So, jetzt haben wir eigentlich alle eingestellt, ne? Wir wissen nur noch nicht, was wir mit den Steier tun. Auf Ruf warten. Genau. Wir brauchen für die Ballenpresse, braucht man einen guten Traktor, einen starken. Also der wird vermutlich der Case ran müssen. Naja. Achso, das wollte ich auch. Nee. Machen wir zuerst das hier. Schließen wir zuerst mal die Missionen ab, ne? Ganz am Anfang erstmal Geld einsacken. Und zwar die Feld 78 Flugmission, die 300.000, die nehmen wir mit, ne? Die schmecken aber sowas von. Dann auf der 66 und auf der 76, da war ja die Seemaschine unterwegs. Die nehmen wir auch mit. Die nehmen wir auch mit. Und auf der 36 einmal Grubbern. Da hat ja dann der Xerion eben den Flug ranbekommen, weil Grubbern nichts mehr da ist. Ne? Also Grubbern haben wir nur mehr. Ne, haben wir gar nichts mehr. Okay. Wir haben noch Seen. Okay. Also Kartoffeln. Ja, Kartoffeln haben wir nicht. Spritzen könnte man machen, wenn wir was frei haben. Also den Steier könnte man zum Spritzen verdonnern. Flügen haben wir noch was. Ja. Hier zum Liefern. Ja, Mineraldünger von den 215.000 haben wir natürlich nicht. Blümschnitzel, da ist ja nichts. Das ist, ehrlich gesagt, 5000 Liter irgendwo hinbringen für 1500, nö. Mais haben wir auch nicht. Ernten, was haben wir hier? Ja, guck mal an, Mais ernten. Ja, 192.000 Liter bringen wir da nicht zusammen. Also für die Dresche ist im Moment nichts zu tun. Düngen, okay, düngen könnten wir auch. Düngen war ja eigentlich immer eine Fan-Geschichte. Aber können wir Steier auch losschicken? Warte mal. Wenn der schon so rumsteht, fährst du mal runter zum Hof und dann sehen wir schon, was du dann bekommst. Ja, so, Hof, auf Süd, jo. Fährst du links rum? Ja, wirst schon wissen, wo du hin musst. Das wirst du schon wissen. Ja gut, ich habe natürlich auch ein paar neue Mods mit reingenommen seit der Vorwoche. Und zwar zum einen, Cosplay ist jetzt in der Version 7.0.14. Ja, von der Map und Fettproduktionen gab es kein Update, also da ist nichts passiert. Von den neuen Mods, ich habe den Mod More Trees mit reingenommen. Das zeige ich euch jetzt, aber wir haben ja unten schon mal geguckt. Und zwar, ich wollte hier ein bisschen dekorieren und ich kann jetzt Bäume hier platzieren. Ich habe hier ein bisschen Blümchen dran gemacht. Ne? Sind die Büsche weg? Ah, in den Stellen oder in den Ausläufen, wenn man da Büsche malt, die werden dann wieder weggemacht eben. Das wird dann, ja. Ich habe hier ein paar Büsche auch drin gehabt. Na gut, jetzt haben wir halt nur die Bäume drin. Ja, vielleicht müssen wir noch ein paar Bäume reinpflanzen, weil ich habe mir gedacht, so ein paar kleine Bäumchen können wir reinpflanzen, damit die Hühner auch ein bisschen, ja, Schatten oder so haben. Das läuft schon. Hier habe ich noch ein paar Blümchen reingemalt, also ein bisschen verschönert. Das wächst ja noch. Wir wollen ja hier eventuell dann noch einen Hühnerstall oder so. Wer weiß, wer weiß. So, hier habe ich natürlich auch ein paar Bäume reingepflanzt. Also wenn, da müssen wir schon ausnutzen. Also der More Trees Mod funktioniert gut. Ja, hier habe ich auch um den Bäumen überall ein bisschen Gebüsch reingemalt. Aber ja, das wird immer, das geht immer weg dann anscheinend. Also hier kann man dann keine Büsche machen. Naja, das ist jetzt ein bisschen schade. Na gut, ist halt so. Genau, Mist und Gülle habe ich noch rübergebracht in die Düngerfabrik. Ja, bevor wir da rüberlaufen, schauen wir da rein. Tierchen zuallererst, denen geht's gut, ne? Die habe ich gefüttert. So. Also die sind alle voll mit Getreide. Und den Kühen geht's auch gut. Die haben Mischration drin, da habe ich jetzt nichts gefüttert, aber das passt ja auch. Stroh ist noch drin, Milch kommt schon langsam, also wir werden dann mal in Richtung entweder was verkaufen oder Molkerei schauen müssen. Nein, Molkerei können wir nicht. Für die Molkerei brauchen wir da nicht Zucker? Warte, wie war das? Fabrik, Bäckerei, Schreinerei, Molkerei. Ja, da brauchen wir Zucker vorher. Nee, da müssen wir vorher die Zuckerproduktion kaufen. Naja. Okay, ich würde sagen, als allererstes wird die Milch erstmal verkauft. Oder? So.
Was ist da sonst noch? Genau, ich habe dann auch noch so ein Zuckerverarbeitungsdingens mit reingenommen. Was ist das? Genau, die Pommesfabrik, die haben wir letztens schon mal gesehen. So eine Rübenschnitzelanlage. Oder, nee, nicht Zuckerfabrik, sondern Rübenschnitzelanlage mit reingenommen. Aus einem Mod-Hub, ich glaube von Fairtex Design. Und zwar, da füllt man in Wasser und Rüben rein, bekommt man Rübenschnitzel, ich glaube ein bisschen Gülle und Steine oder irgendwie so. Weiß ich jetzt nicht. Da habe ich mir gedacht, können wir mit reinnehmen, falls wir mal Rüben haben. Können wir die reinpulvern und dann auch in der BGA verkaufen, theoretisch. Wenn wir keine Rüben brauchen, ja, wer weiß das schon. So, was habe ich dann noch? Genau, ich habe dann auch noch ein Ballenlager gesucht und gefunden. Jetzt ist die Frage, wo ist das drinnen? Bei den Hallen nicht. Silos wahrscheinlich, ne? Genau, hier sind ja die Hot-Lager. Für Paletten, ne? Hätte ich die Dinger drin. Und sonst dieses Unterirdische hätte ich auch. Aber das sieht ja eher aus wie so eine Baracke. Also, nee. Da hätte ich erst gesagt, so eine Dinger. Produktionslager. Wo sind die drinnen? Ah, hier sind sie. Okay. Das kostet 500. Und das kostet 176.000. Das ist, glaube ich, ein bisschen Fehler, ne? Strohballen und Heuballen. Warte mal, was kostet so eine Halle? Weil das ist einfach nur die Standardhalle. 176.000. Ja, gut. Ich würde, wenn dann eh beide brauchen, weil hier haben wir die Möglichkeit, Stroh und Heuballen zu lagern. Und hier eben Gras und Silage. Weil wir haben ja hier sehr jede Menge Silageballen und ein bisschen was von Stroh. Dann könnte man das irgendwo einlagern. 4 Millionen Liter Kapazität. Das sieht gut aus, sind die Hörmannhallen. Also das habe ich mir gedacht, das funktioniert auch, habe ich schon geguckt. Also, ja, schönes Ding. So. Dann, ja, der hat angefangen. Also der Pflug läuft. Der Pflug läuft. Der ist fertig. Passt. Dann würde ich den, ehrlich gesagt, losschicken. Dann muss der die Presse holen. Starker Case im Moment nur frei. So, was haben wir? Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Die 4. Ja, komm, dann machen wir das noch mit, ne? Akzeptieren. Die 74. Dann schicken wir den noch auf die 74 rüber. Dann machen wir gleich eine Runde Silageballen, dann haben wir auch irgendwas einzulagern in unser Lager. So. Dann gucken wir mal. 74 waren wir dort schon mal. Ich hoffe nur, dass jetzt die Felder auch wieder nachwachsen. Sollte aber eigentlich jetzt funktionieren. Mal gucken. 72, da waren wir noch gar nie. Wo ist die 74? Das muss ein Grasfeld sein. So, hier hinten. Auf der Insel. Okay. Ja gut. Kein Problem. Mach mal. So, fährst du hin, öffnen, 9 Meter, zweimal, weil ich, ja, ist gekauft. So, und dann speichern wir das natürlich gleich ab hier. Neue Ordner, Welt 74, wir erschließen immer neue Gebiete. So, Mähen, 9 Meter, passt. Und dann schicken wir den schon mal los. Den müssen wir, glaube ich, irgendwo raus begleiten, weil der weiß vermutlich nicht, wo er hin muss. Beziehungsweise hier sind ja die Einfahrten. Ein bisschen, ja, interessant, ne? Also da ist ein bisschen knapp hier. So. Schwartablage wird schon noch eingestellt sein. Dann schicken wir den mal auf die 74. Zack. Cosplay an und viel Spaß. So, Feld Nummer 11 ist fertig. Was ist denn die 11? Wer ist die 11? Das ist ein Ablieferer. Ist die 11? 10. Ja, cool. Cool. Sehen. Es waren 12.000, das ist jetzt nichts, ne? Sehen haben wir sonst nichts mehr. Oh, doch. Nee. 78. Uiuiui. Ui, Memo. Da müssen wir ran, ne? Da müssen wir ran. Achso, ich wollte ja noch gucken, Gebrauchtmaschinen, ist da irgendwas drinnen? Nichts Neues, oder? Nö, kennt man. Ui. Warte. Seht ihr das? Kartoffeln? Ja, die ist aber sowas von gekauft. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Kartoffelmissionen zu machen. Ui, ich freue mich. Ich freue mich aber sowas von. Perfekt.
Ja, wir haben jetzt 600.000 Euro auf dem Konto. Wir sparen ja noch immer auf unser Feld, beziehungsweise dann auch auf ihr Sägewerk. Sägewerk plus Grundstück. Das sind ja so 1,5 Millionen Euro. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir sind definitiv auf einem guten Weg. Die Sämaschine kann eigentlich nach Hause, weil hier braucht man nichts mehr. Kurs habe ich dort ausgelöscht. Perfekt. Der fährt nach Hause. Und dann müssen wir schauen, wie wir das dann machen. Weil ganz ehrlich, auf der 78 Mais legen, wir haben ja die große Sämaschine Einzelkorn gekauft. 276.000, das ist ja halt schon schmackhaft. Hier oben, ja, war klar. Wir haben da oben gepflügt. Jetzt musste irgendwas rauf. Also, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Aber ich würde sagen, für diese Folge soll es das wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Ciao.